So, einen wunderschönen guten Morgen, KingSo2A. Ich dachte schon, ich bin heute komplett alleine hier im Stream. Schön, dass du am Start bist. Moin, will gern live dabei sein, aber in der Schule, ja, Schule ist auf jeden Fall wichtiger. Ist auch eigentlich heute wirklich eine blöde Zeit, wann ich live bin, aber ich bin auch heute zweimal live, um das mal vorwegzunehmen. Wir gucken uns nämlich heute Abend um 18 Uhr nochmal gemeinsam den chinesischen Trailer zu Godzilla Kong an und analysieren das Teil dann wirklich bis ins kleinste Detail. Also jede kleine Stelle wird dann eben von uns analysiert. Allerdings habe ich gerade irgendwie einfach Bock drauf bekommen, mal eine Runde Jurassic World Evolution 2 zu zocken und dachte mir, das kannst du auch einfach live machen. Wie gesagt, eigentlich mit dem Hintergrundgedanken, dass ich jetzt eh alleine hier sitzen werde, weil um 9:25 Uhr, ja, ist jeder normale Mensch am Arbeiten in der Schule, in der Uni oder ähnliches. Nur ich bin es nicht. So. Guten Morgen, Shorty. Guten Morgen, Jules. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid fit. Und seit der Erkältungswelle entkommen. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon mal gesagt. Allerdings werden um mich herum alle Menschen gerade irgendwie krank. Sehr, sehr seltsam. Okay, perfekt. Erster Urlaubstag und Tobi geht live. Bestes Leben. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall schön, dass du Urlaub hast. Wie lange hast du denn jetzt Urlaub? Ich schätze mal so eine Woche, ne? Das ist irgendwie so das Standardding, obwohl viele auch 2 Wochen nehmen. Allerdings, ich habe das immer wieder auch im Freundeskreis, dass Leute ihren Urlaub so extrem früh verschießen, dass sie dann quasi am Ende des Jahres davon nichts mehr übrig haben. Ja, und gerade zum Ende des Jahres hin, finde ich, macht Urlaub dann doch irgendwie auch Sinn, obwohl es auch Urlaubssperren gibt, viele, ne, gerade im Einzelhandel, um die Weihnachtszeit rum. Aber ja, okay, ich bin jetzt hier gerade noch mal kurz am Rumfriemeln minimal. Wir starten aber sofort in das Spiel mit rein. Ja, was machen wir jetzt heute? Ich habe mir gedacht, wir beginnen noch einmal die Mission, uns einen geilen Park aufzubauen. Denn ich habe ja letztes Mal auch mal eine Umfrage an euch weitergegeben. Was ist denn die größte Map in Jurassic World Evolution 2? Und da habt ihr mir gesagt, ey, nimm diese quadratischen Maps. Die sind jetzt nicht unbedingt größer vom Volumen her, aber die haben einfach diese komischen Verwinkelungen nicht drin. Die sind eben einfach quadratisch. Und das will ich jetzt mal ausprobieren und dann mal schauen, inwiefern ich da jetzt einen ansatzweise geilen Park irgendwie reinsetzen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall jetzt irgendwie der grobe Plan. Dabei können wir gerne ein bisschen über das ein oder andere Thema quatschen. Und dann, wie gesagt, bin ich heute Abend auch nochmal um 18 Uhr live mit Godzilla Kong, dem Chinese Trailer, wo es, glaube ich, sehr viel Diskussionsbedarf gibt. Gerade was die Größe von Chimo angeht, da, das ist, ey, was da für Diskussionen abgehen zum Teil. Gut. Dann würde ich sagen, switchen wir einfach rüber in die Gaming-Maske. Ich habe das Ganze schon mal angefangen zu erstellen, nicht wundern. Ich habe mich jetzt hier für Kanada entschieden, weil Kanada ist irgendwie so, keine Ahnung, so ein Traumziel von mir tatsächlich. Also wenn ich irgendwann mal auswandern sollte, dann wäre es Kanada. Kanada ist so mein Traumland. Das ist von der Landschaft her, Natur, ist so genau mein Ding. So. Das heißt, deswegen habe ich mir gedacht, Kanada ist einfach so das optimale Ziel, wo wir jetzt unseren Park aufbauen, den wir allerdings nicht Jurassic Park und auch nicht Jurassic World nennen werden. Wir werden uns da einen komplett neuen Namen ausdenken. Welchen weiß ich aber noch nicht. Zock ruhig, ich bin gerade erst wach geworden und jetzt brauche ich einen Kaffee und guck dir zu. Dann auf jeden Fall, ey, Kaffee ganz wichtig. Habe ich auch hier am Start. Ich vergesse als, dass wir erst 9:30 Uhr haben. Ich bin heute schon wieder seit 4 Uhr wach. Es ist total krass, wenn du um 4 Uhr wach bist, dann verraffst du so voll krass die Zeit dann irgendwie, naja, später. Jurassic City, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, der Punkt. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Okay. Wie mache ich das Ganze jetzt am schlausten? Ich würde sagen, ich setze mir mal die Kopfhörer auf und dann starten wir jetzt hier unsere Runde in unserem Jurassic. Denkt euch irgendwas aus. Jurassic Island würde nicht ganz passen.
wir überlegen uns da gleich was Schönes. Jurassic Mountains oder so ein Scheiß. Das würde ganz gut passen. Oh, Kanada. Ich bin so ein Kanada-Freak, ey. Okay. Das Vögelzwitschern im Hintergrund. Die Ebenen, die weiten Ebenen. Außerdem ist Kanada auch so das perfekte Land, obwohl da ist, glaube ich, Neuseeland sogar noch ein bisschen geiler. Die perfekte Mischung aus flachem Land und eben aber auch Hügeln, also Bergen. Ne? Mit sowas wie Österreich kannst du mich eigentlich jagen. Österreich ist ein super schönes Land, ja, aber auch nur optisch so. Das ist, die Berge sehen zwar geil aus, aber wenn du von A nach B willst, fuckt es unglaublich ab. Weil diese Berge hoch und runter zu fahren, da musst du alles in die Kurven, langsam, Gas geben, bremsen. Das ist so eine Tortur. Deswegen, ja, so ein schönes Gemisch aus flachem Land und Bergen ist schon ziemlich geil. Und jetzt ein Meeting, ich schaue nachher wieder rein. Alles klar, sag dem Meeting, die sollen ein Abo da lassen. Bis später. Gut. Jurassic Leaf, das hört sich auch geil an. So eine Anleihung an The Hidden Leaf, wenn du Naruto kennst. Ja, und Jurassic Leaf finde ich geil. Das kann man schon mal, kann man das irgendwie markieren? Das ist erstmal jetzt hier die, das ist der Name, der aktuell im Raum steht. So. Der bleibt da oben angeheftet. Perfekt. Das wird safe nicht der neue Film heißen, Jurassic City. Nee, auf gar keinen Fall. Habe ich das Video noch nicht hochgeladen? Nee, habe ich noch gar nicht hochgeladen. Ah, wie dumm. Da habe ich so ein paar Infos zu Jurassic World zusammengetragen zum neuen Film. Aber ich habe es noch nicht hochgeladen, glaube ich, weil es einfach aktuell wenig Menschen interessiert. Jurassic City ist nicht mehr der offizielle Titel. Das wurde jetzt bestätigt, dass das nicht der Titel sein wird. Also, das heißt nicht Jurassic City. Gott sei Dank, ey. Stellt euch das mal vor. Aber Jurassic Leaf finde ich eine schöne Sache. Dann gucken wir doch mal, wo wir hier anfangen, erstmal zu bauen. So, das Ganze ist jetzt hier auch relativ groß. Ja, da hast du schon ordentlich Platz. Wenn ich mich jetzt nicht ganz bescheuert anstelle, kriegen wir das sogar hin, das alles relativ akkurat da drauf zu bauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man aber trotz allem hier diese Begrenzung hat. Warum kann ich jetzt hier nicht einfach weiterbauen da oben? Das haben die wirklich bei Jurassic Park Operation Genesis ein bisschen geiler gemacht, weil da konntest du halt wirklich auch noch hier an diese Kanten ran. Und das Ding ist ja trotzdem ein Riesenquadrat. Dann hätte man ja hier einen Strich ziehen können oder... Okay, ist vollkommen wurscht. Lasst uns den Eingang, und damit kann ich mir jetzt eventuell schon einen relativ akkuraten Park ein bisschen vermiesen, ich weiß aber nicht genau, dass wir jetzt hier in die Schräge den Eingang bauen. Einfach aus dem Grund, da man ja hier vom Wasser kommt und dann eben hier landen sollte. Das ist der Grundgedanke dahinter. Ich finde die Begrenzung echt blöd. Ja, ich weiß, was du meinst. Die sind halt ein bisschen zu störrisch eingezeichnet, aber auch ohne Grund. Ich habe keine Ahnung, warum man sich dazu entschieden hat, das so zu machen. Okay. Dann gucken wir mal nach den Gebäuden für die Gäste. Ich bleibe erstmal im Jurassic Park-Stil, habe jetzt aber alles andere auch noch mitgenommen, um zu gucken, dass man da später vielleicht noch ein bisschen was variiert. Man könnte den Park auch irgendwie so einteilen, dass wir eine moderne Hälfte des Parks haben und die andere Hälfte dann eben im Jurassic Park-Stil oder sowas. Genug Platz haben wir ja auf jeden Fall. So. Schutzbunker haben wir, kleines Hotel haben wir, Kletten haben wir, großes Hotel haben wir. Wir brauchen allerdings eine Landeplattform. Schutzraum. Bin ich gerade auf dem Holzweg? Für die Ankunftsplattform. Oder sind die gar nicht bei Gebäuden gewesen? Ey, ich check's gerade nicht. Doch, da oben sind Gebäude. Ach, wie dumm. Entschuldigung. Ich dachte, wir wären auf Gebäude schon längst drauf. So, der Ankunftsort wird auf jeden Fall im Jurassic Park-Stil gebaut.
Wenn man hier jetzt mal schaut, wie klein das wirklich ist, da haben wir ja echt massig Platz jetzt. Das ist schon krass. War als Anspielung das Ahornblatt der Kanadier gedacht. Und als Wortspiel im Sinne von Leaf, als das natürlich sehr krass und sehr clever. Und sehr düster, wenn man das Ganze so sieht. Jurassic Leaf. Rennen sie um ihr Leben. Okay. Das heißt, hier kommen unsere Gäste erstmal an. Es gibt übrigens keinen Weg, den ich wirklich schön finde in diesem Spiel. Da ist der vielleicht noch am ehesten was. Zumindest jetzt hier für so eine Eingangsmeile, die man hier mal aufbauen könnte. Ja. Ist grob in Ordnung. Ich mag halt hier auch diese Hubbel da in der Mitte jetzt nicht so. Aber das kann man gleich sehr gut kaschieren. Dann gucken wir mal, dass die Gäste auf jeden Fall, wenn die in den Park kommen, erstmal auch irgendwas zu sehen oder zu tun bekommen. Wieso haben wir bei Jurassic World automatisch mehr Gebäude als bei Jurassic Park? Ich dachte, das wäre relativ ausgeglichen. Okay, dann klappt mein Plan gar nicht so, wie ich das Ganze vorgehabt hatte. Biosyn-Schutzräume sehen aber ganz cool aus. Ist das von Biosyn? Ja. Die gefallen mir doch ganz gut. Das könnte man dann gleich mal hier an die Seite dran bauen, obwohl vielleicht so ein Schutzraum eher was wäre. Was dann doch ein bisschen mehr abseits wäre. Ja, dann bleiben wir aber auch bei den Wegen hier, dass das einigermaßen gut aussieht. Auch dass die Bäume halt hier komplett verschwinden, ist auch scheiße. Das kann man alles gleich wieder selber nachträglich dran bauen. Okay. Nein, Glück, hab's schon geahnt, dass der neue Film nicht so heißen wird. Ey, ich war mir da echt nicht so sicher, ob das nicht doch passieren würde. So, mit dem Hintergedanken, lass mal jetzt irgendeinen Namen nehmen, der komplett aus dem Rahmen rausfällt. Da ist irgend so ein Marketing-Dulli einfach am Werk, der sich denkt, wir müssen jetzt irgendwas voll Kontroverses nehmen. Das hätte schon ganz gut sein können. Okay, für die Gäste, wo haben wir denn jetzt... Oh, das sind die Malta-Dinger hier. Toiletten sind ja krass. Das sieht mehr aus wie eine Ruine. Das nehmen wir mal lieber nicht, bevor es dann wieder heißt kulturelle Aneignung. Wir gehen einfach mal nach hier unten. Und wieso kann ich denn noch keine Einkaufsmöglichkeiten für die Leute bauen, für die Gäste bauen? Ich muss mich hier gerade erstmal so ein bisschen durchwursteln. Kontrollzentrum. Hier haben wir das Besucherzentrum. Das würde ich sogar sagen. Kriegen wir das irgendwie da am Ende dran? Ja. Genau. Dass das hier jetzt erstmal die Eingangsmeile wird, mit Einkaufsmöglichkeiten, mit Toiletten, mit dem ganzen Klabumsch, dann hat man eben hier noch die Möglichkeit, erstmal ins Besucherzentrum zu gehen. Und von hier aus gibt es dann eben die verschiedenen Wege in den Park rüber. Genau. Ich glaube, das müsste eigentlich ganz cool aussehen. So. Das ist ja, okay, Moment. Wir können ja gar nicht da dran, wir müssen ja hier an die Seiten dran, ne? Das Besucherzentrum, ey. Naja. Das kriegen wir aber auch hin, indem wir hier einfach komplett nach hinten gehen. Und dann hier dran. Und dann machen wir das einfach hier genauso, würde ich sagen. Komplett einmal durch. Und dann hier an die Seite dran, damit es akkurat aussieht. Das ist doch wunderschön.
Sieht sogar ein bisschen so aus wie ein Pfeil, der nach oben zeigt, der dann quasi in den Park zeigen würde. War jetzt nicht gedacht, aber ist schon geil. Okay. Die ganzen Verzierungen, auf die warte ich nochmal. Warum kann ich denn jetzt aber nochmal hier keine Hotels oder ähnliches hinbauen? Und da haben wir es doch, Einkaufsmöglichkeiten, da ist es doch. Wieso gibt's das hier nicht? Manchmal ist das Game echt komisch. Dann nehmen wir einfach jetzt mal hier die kleine Einrichtung. Und setzen die hier an die Seite dran. Das Ganze konfigurieren, das machen wir dann gleich, wenn wir mit der Einkaufspassage hier fertig sind. Toiletten werden aber auf jeden Fall im Jurassic Park-Stil gebaut. So, und dann hier dran gesetzt. Könnte man einmal auf die Seite setzen. Und dann auch nochmal auf die andere Seite direkt gegenüber. Obwohl ich weiß nicht, will man, wenn man einen ewig langen Flug auf sich nimmt und man dann aus diesem Ankunftsgebäude hier rauskommt, dann nicht erstmal irgendwas Prachtvolles sehen und nicht zwei Toiletten? Ich glaube, wir bleiben doch dabei, dass die Toiletten einfach hier daneben kommen. Einmal da. Und einmal da. Der Ankunftsort, der muss irgendwie ein bisschen spezieller aussehen, bin ich der Meinung. Oh ja, und zwar, wir haben doch durch dieses eine Update, haben wir doch noch so... Da, das sowas hier bekommen. Das ist doch eine schöne Sache. Das gefällt mir gut. Es ist zwar... Ein Eingang ein bisschen doof. Nee, doch nicht. Das machen wir. Das kommt hier hin. So. Und später, wenn es in den Jurassic Park selber geht oder in Jurassic Leaf, dann haben wir das hier. Ist der falsche Name zwar drauf, aber das kann man hier auch nicht großartig ändern. Genau. Da haben wir sogar eine John Hammond-Statue, die ist aber auch neu. Der Hubschrauber hat keine Toiletten. Ja, das stimmt schon, aber die Leute werden es ja wohl schaffen, von hier bis nach da zu laufen, ohne sich in die Hosen zu pinkeln. Das sollten die hinkriegen. Wir müssen jetzt hier erstmal einen schönen Begrüßungsdings reinbauen, ne? Ach, spiegeln kann man die aber auch nicht, glaube ich, ne? Das wäre es jetzt noch gewesen. Hätte man die noch spiegeln können, die Dinosaurier. Hätte mir das noch ein bisschen besser gefallen. Nee. Wir hatten auch mal das Spinosaurus-Skelett auf der Seite. Na komm. So, du kommst hier raus und siehst dann erstmal das. Da kommt jetzt noch ein bisschen was drumherum, aber ich finde dieses ganze When Dinosaurs Ruled the Earth zum Anfang ist schon mal ganz cool. Der Spinosaurus guckt hier halt den T-Rex an, ich weiß aber jetzt nicht, ob man den vielleicht sogar umdrehen sollte, dass der mehr in Richtung Eingang guckt. Weil so kommen wir raus und sehen hier erstmal den Arsch vom Spino. Er sollte vielleicht Richtung Eingang schauen. Na, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Es wird jetzt hier auf jeden Fall eine halbe Doktorarbeit mit diesem Park werden.
Aber ich will, dass das schon schön aussieht. Man kann auch sagen, dass man den, was ist denn das hier, ein Apatosaurus, ein, auf jeden Fall das Skelett da hinsetzen würde. Oder wir machen es halt ganz akkurat und setzen einfach zwei T-Rexe dahin. Dann können wir uns die beiden nämlich nochmal aufheben für später. Und machen das erstmal so gegenüber. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu schon fast steril rüberkommt. Nee, es hat was. Also ich finde, es hat was. Oder? Jetzt mal ganz ehrlich, es passt doch so. Finde ich eine ganz coole Sache. Und dann betrittst du erstmal diesen Park hier. Müssen wir natürlich darauf achten, dass wir aber auch Kanada, naja, treu bleiben, ne, von der Umgebung her. Das sind, gibt's hier nicht auch noch in Größe? Wald. Die sind aber auch sehr klein aus dem, na, das passt. Das sind die richtigen Bäume. Genau. Kanada und Natur geht nämlich Hand in Hand. Jetzt kommen da keine Bäume mehr bei raus. Okay. Über die Dekorationsfunktion habe ich allerdings auch noch so Bäume, aber die sind dann so überdimensional. Nee, auch nicht, das geht auch. Was haben wir denn jetzt hier für ein Ding? Das ist nur ein Busch. Das sind hier eher so Bäume, ne? Das sind jetzt die hier aus Bios sind, die Dinge. So, dann gucken wir mal kurz, ob das irgendwie auch so einen kanadischen Flair hinbekommen hat. Dass man eben einfach hier nicht komplett rausguckt, sondern du kommst quasi hier raus und hast dann wie so einen Rahmen, der auf die Berge zeigt. Mit den Bäumen ist es eigentlich eine ganz schöne Sache. Das klappt doch relativ gut. So, dann brauchen wir allerdings noch kleine Lichter für die Leute, die hier abends ankommen. Da haben wir doch die Dinger hier. Die sind eigentlich perfekt dafür gedacht. Na, jetzt sehe ich halt nur selber nichts mehr. Eins. Na. Zwei. Drei. Ja, hier das Gegenübersetzen ist auch immer so ein Problem. Da bräuchte man noch irgendwie so eine Skala, die mir jetzt anzeigt, okay, ab jetzt ist das Teil direkt gegenüber von dem anderen Teil. Das wäre cool, wenn es das hier noch geben würde. So muss man halt ungefähr abschätzen, aber das passt, glaube ich. Ja, hier nicht ganz, aber muss man jetzt eben mit Augenmaß ein bisschen ran. So. Das da oben kann man nochmal kurz ein Stück verschieben. So. Okay. Dann haben wir eben noch hier den Weg rüber zum Schutzraum von Biosyn. Und da oben haben wir auch noch so Schilder. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie einen gibt, was auch zu den Schutzräumen führt. Wahrscheinlich aber eher nicht, ne? Natürlich nicht. Doch, Moment, was haben wir denn hier oben? Besucherzentrum Wegweiser, das kann man doch schon mal nehmen. Ja, nein, aber nicht dahin stellen. Machen wir gleich wieder weg. Der Besucherzentrum Wegweiser
Sollte man den so in die Mitte stellen oder ist das blöd? Ich meine, er ist immerhin doppelseitig, ne? Nee, das ist doch bescheuert. Der kommt auf jeden Fall an die Seite, komm. Den stellen wir nicht da hin. Würde ich einfach sagen, packen wir das Teil und... Ja, stellen das einfach mal hier an die Seite. Und das Ding halt hier gegenüber. Das kann sogar ein bisschen näher dran. Dass es nicht zu weit im Nirgendwo steht. Dann kann man sich daran orientieren, wo das Besucherzentrum ist. Obwohl der hier ist ein bisschen schief. Was ist denn da jetzt passiert? Ja. So. Haben wir hier auf jeden Fall die Schilder für das Besucherzentrum schon mal aufgestellt. Dann fehlen jetzt aber auch noch Schilder für die Ostdocks, haben wir halt hier nicht. Für die Ankunftsplattform. Ich hätte halt echt gern irgendwas gehabt für den Schutzbunker hier. Aber dann geht das eben erstmal nicht. So, das sind jetzt hier nur Pflanzen wahrscheinlich. So, was haben wir jetzt hier noch für Sachen? Das ist eine Auskunft. Nee, das ist quasi für die... Na, für die Flugsaurier, glaube ich. T-Rex-Gehege. Die kleinen Toiletten, die sind halt auch geil. Aus dem Originalfilm. Auch die Schutzbunker aus dem Original Jurassic Park-Film. Na, ich finde, das sieht irgendwie gar nicht mal so verkehrt aus. Da könnte man jetzt hier das so aussehen lassen, als wäre hier irgendwas am Machen. Ist da noch irgendwas, was besser? Das hier? Nee. Das passt am besten. So, als würde einfach irgendwas gerade passieren. Das ist nie verkehrt. Bisschen Action mit einbauen. Das ist nur für die Lagune und das hier sind... Alles mal so ein bisschen durchgewürfelt anscheinend. Okay. Dann bauen wir jetzt hier erstmal unsere Passage weiter. Und da finde ich ja tatsächlich das Spiel Prehistoric Planet so ein bisschen mehr... Prehistoric Kingdom, sorry. Hat da ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten, den Park noch ein bisschen schöner zu machen. Da fällt hier relativ viel weg. Wir haben einfach nur kleine Einrichtungen, mittelgroße Einrichtungen, große Einrichtungen. Ende. Das ist ein bisschen arm. Schutzraum, kleines Hotel, Toiletten, da gibt es ja gar nichts. Hier haben wir dann noch was, Schutzraum, Hotel, okay. Die Hotels würde ich aber sehr gerne auch eher ein bisschen weiter abseits bauen. Dann bleiben wir eben hier bei den Einrichtungen. Ja, und setzen die einfach nochmal hier an die Seite dran. Soweit es jedenfalls geht. Kleines Hotel. Ja, und dann eben noch hier die große Einrichtung. Kann man dann hier nochmal an die Seite dran setzen. So. Gut. Und dann haben wir hier auch dann den Weg rüber zum Besucherzentrum. Wir könnten jetzt sagen, dass wir hier sogar noch so Abgrenzungen reinmachen.
Ich weiß nur nicht, ob das dann ein bisschen zu gequetscht alles aussieht. Wenn man da quasi so einen Gang dran macht, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu... Nee. Das finde ich blöd, aber wir können wenigstens schon mal so Springbrunnen mit hier einbauen. Und die machen wir einfach gegenüber...